Mazecape Labyrinthos ist ein Solo-Labyrinth-Spiel von Cosmos und eine Spielrunde dauert in etwa 5 bis 90 Minuten. Im Spiel enthalten sind insgesamt 7 Labyrinth-Faltkarten und ein Holzstab. Die Labyrinth-Faltkarten sind hier unten nummeriert. Jedes Labyrinth kann unabhängig von den anderen gespielt werden. Allerdings aber steigt das Schwierigkeitslevel zunehmend an. Von daher wäre es sehr sinnvoll, mit der Nummer 1 zu beginnen. Zu Beginn wird die Labyrinth-Faltkarte einmal aufgeklappt. Außerdem wird der Holzstab benötigt. Das Hauptziel besteht darin, den Weg von der Kompassrose zum Penrose-Dreieck zu finden. Zusätzlich sind aber in jedem Labyrinth weitere Aufgaben versteckt. Man kann also bestimmte Gegenstände finden, sie aktivieren oder sammeln, indem man an ihnen vorbeiläuft. Auf der Rückseite der Labyrinthkarten findet man die jeweiligen zusätzlichen Aufgaben. Begonnen wird also bei der Windrose. Man fährt mit dem Holzstab die weißen Pfade entlang, um die Gegend zu erkunden. Der Holzstab muss dabei aber immer in Kontakt mit der Karte bleiben. Im Laufe des Spiels wird es nötig sein, die einzelnen Teile der Faltkarte auf- oder zuzuklappen, um weiterzukommen. In jedem der Labyrinthe gibt es ja zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Aufgabenarten. Um einen Gegenstand zu finden, reicht es, ihn mit dem Holzstab zu berühren. Um Gegenstände zu aktivieren, müssen Schalter gefunden werden. Ein solcher Schalter ist nötig, um zum Beispiel die Uhr des Turms in Gang zu setzen. Und dann gibt es im späteren Verlauf noch die Aufgabe, dass man zuerst einen Gegenstand finden muss und ihn dann an einen anderen Ort transportieren muss. Eine Übersicht aller Aufgaben befindet sich auf der Rückseite der Anleitung. Sobald man eine Aufgabe erledigt hat, kreuzt man sie hier auf der Rückseite ab. Sobald man das Penrose-Dreieck erreicht hat, ist man dem Labyrinth entkommen. Und schon kann es mit dem nächsten weitergehen. Und immer die Rückseite mit den Aufgaben im Auge behalten. Dann gibt es noch eine letzte Herausforderung. Im letzten Labyrinth gibt es ein Feuerzeug zu finden. Mit diesem durchläuft man am Ende wieder alle Labyrinthe und entzündet alle Laternen. Mazecape wurde uns freundlicherweise von Cosmos zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür!